Leute, es gibt eine gute und eine traurige Nachricht. Und ich bin immer der Fan, dass wir zuerst mit der traurigen Nachricht beginnen. Mein Glue-Shop geht offline. Diesen gibt es ab 15.12. bis 15.01. noch online. Und dann wird es diesen erstmal nicht mehr geben. Alle Artikel werden weg sein. Also alles, was ihr jetzt findet, wird es so nicht mehr geben. Jetzt kommt aber die gute Nachricht. Auf ganz viele Artikel sind 50% drauf. Deswegen schlagt jetzt gerne noch zu. Danach ist der Shop weg. Dann gucken wir mal weiter, wie es weitergeht. Aber ganz viel Spaß und eine Beschreibung. Und sowas Süßes gibt es dort natürlich auch. Ja, es ist alles gut. Es wird schon noch eine Zukunft für uns geben. Falls ihr also auch Lust habt an so einem plüschigen, süßen Squishy-Gnu, gerne im Shop abchecken und viel Spaß. Willkommen zu The Monster Within Me. Habe ich auf Steam gefunden. Ist ganz gut bewertet. Dachte ich mir, schauen wir einmal rein. Es waren auf jeden Fall Epilepsie-Warnungen. Die gingen aber sehr schnell weg, nur dass ihr Bescheid wisst. Wenn euch das Game gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Und kommt gerne auf www.twitch.tv/live vorbei. Da schreibt meine Community gerade zuckersüß Hallo an euch alle. Ansonsten dimmt das Licht, rappt euch in eure Decken ein. Wir gehen rein in The Monster Within Me. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und ich würde sagen, let's go. Oh, das fängt nie gut an, wenn ich aus dem Bett aussteige. My daily routine paper. It contains everything I have to do. Ah, okay, ist quasi seine tägliche Routine, was er zu tun hat am Tag. Und die kann ich hier, also ich muss es anschauen. Ich muss abends was essen, ich muss meine Medizin nehmen, ich muss auf der Couch sitzen, TV schauen, eine Kerze anmachen und schlafen. Das hört sich echt langweilig an. Okay. Ich mache euch trotzdem auch mal ein bisschen lauter, weil wenn es mir die Arschbacken wegsprengt, sollte es euch auch auf jeden Fall die Arschbacken wegsprengen. Oh, erstmal die Tür ins Gesicht gehauen. Oh je. Wir schauen uns immer die Bilder an bei Horror Games. Das wage ich ganz arg. Was haben wir hier? Ich erkenne es irgendwie nicht. Irgendjemand in einem Gewand eingehüllt. Solche Bilder sind auf jeden Fall vielversprechend und sorgen auf jeden Fall dafür, dass man sich gut entspannen kann. Okay, hier ist die Toilette. Wir müssen ja als erstes essen. Das heißt, wir müssen in die Küche. Die ist zu. Super. Was ist eigentlich für eine große... Oh Gott, Hilfe. Was ist denn das hier? Ist das die Küche? Oh ja, das ist die Küche. Was muss ich dann hier am Tisch essen oder habe ich jetzt gegessen? Do not forget to try to forget. Ich soll nicht vergessen, zu versuchen zu vergessen? Ach so, ich kann die Schublade noch öffnen. Ich würde es eigentlich sehr bevorzugen, wenn ich hier Licht hätte. Ah. Ah, okay. Gucken wir mal. Was gibt's hier alles so? Tabletten. Oh, die darf ich jetzt noch nicht nehmen, ne? Ups, jetzt habe ich die Reihenfolge nicht richtig. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Wahrscheinlich schon, ne? Okay. Ich glaube, das war richtig. Okay, und dann soll ich ja Fernsehen schauen. Und da steht, bitte nicht vergessen, bitte versuch zu vergessen. Deswegen habe ich die Tabletten genommen, oder? Wieder gruselige Gemälde. Alles in bester Ordnung. Das kann ich jetzt auch wieder... Oh, doch, das kann es öffnen. Ich schaue trotzdem mal in die Schränke rein. Ich glaube, das ist... eventuell. Oh, eine Taschenlampe. Kann ich die nicht nehmen? Komm, die Taschenlampe brauche ich doch garantiert. Wahrscheinlich aber jetzt noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich jetzt auch irgendwie Streichhölzer. Ich soll doch auch eine Kerze anmachen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir den Fernseher ankriegen. Natürlich nicht. Okay. Oh, die Uhr, habt ihr es gesehen? Okay, das war jetzt Fernseh gucken. Okay. Kerzen? Es tut mir leid. Was tut dir leid? Okay. Es wird spät, ich sollte schlafen gehen. Was ist denn mit der Taschenlampe hier drin? Okay, ich sollte jetzt schlafen gehen. Na toll. Okay, was ist das für ein Alltag? Das ist ja voll traurig. Und dann gehe ich wieder schlafen. Dann bin ich ja maximal 5 Minuten wach. Das ist ja wie im Studium damals. Pipi muss ich nicht. Ich muss nicht pinkeln oder so. Ich habe nicht mal einen Spiegel. Ich weiß nicht mal, wie ich aussehe. Hm.
Ah, die Tür mache ich trotzdem zu. Ich schlafe nicht mit offener Tür. Ich brauche so gleiche Gewandte, ne? Als wäre ich irgendwie in so einem Loop drin. Was ist hier für ein gruseliges Bild? Was ist denn das eigentlich? Okay, dann gehen wir jetzt schlafen. Was für ein toller Tag. Was für ein schöner Tag. Essen, Medizin nehmen, auf die Couch legen, schlafen, Kerze machen. Okay, also wieder das Gleiche. Wow. Das ist wie so ein gruseliger Loop. Every day is the same. Die geht immer noch nicht auf. Ich habe kein gutes Feeling. Oh, das ist ja alles offen. Aber das habe ich. Ich habe ja nur Essen für 4 Mal. Was ist denn das, ey? Ich bin ja wie in so einer. Wie so jemand, der irgendwie so einen krassen Schicksalsschlag hatte und jeden Tag einfach nur sich betäuben will. Schlimm. Oh, das Bild. Okay, ich kenne meine Routine, Leute. So, Leute, heute filmen wir meine Daily Routine. Meine Morning- und meine Evening Routine. Die Uhr. Ich habe auf die Uhr schon wieder nicht geschaut. Wie viele Stunden habe ich jetzt Fernsehen geschaut? Also es vergeht doch Zeit. Wie viele Stunden habe ich jetzt Fernsehen geschaut? Habt ihr drauf geachtet? Hier schreiben mir zu viele Leute im Chat, dass sie das kennen. Das gefällt mir nicht. 4 bis 5 Stunden Fernsehen. Okay, das heißt, ich bin maximal 6 Stunden wach. 10 Stunden. I'm sorry, sagt er schon wieder. Oder sie. 5 Stunden. Okay, wir achten nächstes Mal drauf. I cannot get it out of my head. Ich kann es nicht auf meinen Kopf bekommen. Ich kann nicht vergessen. Was denn? Die Lappe. So. Dann gehen wir wieder schlafen. Vergesst nicht zu vergessen, ne? Ich verdränge irgendwas. Waren die Bilder vorhin auch schon so... So schief? I'm not sure about this. Okay, dann machen wir wieder die Tür zu, weil ich schlafe nicht mit offener Tür. Und gehen schlafen. Oh, da hat jemand meine Tür aufgemacht. So, jetzt achten wir mal auf die Uhrzeit. Also, es ist jetzt 8 Uhr morgens. Ich gehe. Ich mache wieder das Gleiche. My daily routine. 8 Uhr morgens haben wir, ne? Da achten wir jetzt mal alle drauf. Die Sache ist, ich kann das Ganze ja nur noch 4 Mal machen, weil ich habe dann kein Essen mehr. Ich mache das auch mal wieder alles zu. Das sieht ja unmöglich aus hier. So. Kann ich eigentlich auch die Medizin zuerst nehmen? Das macht er wirklich nicht. Okay. Ich habe jetzt nicht wirklich lang gepreppt, ne? So, 8 Uhr ist jetzt. Gepreppt habe ich auch nicht viel. Wie traurig irgendwie alles hier so dunkel. So, jetzt achten wir mal auf die Uhrzeit. Aber die Uhr geht ja ganz falsch. War doch gerade 8 Uhr. Auf der Uhr ist 2 Uhr. Also halb drei. Also vorhin war 8 Uhr morgens. Ich guck mal kurz, ob die Uhr jetzt im Schlafzimmer immer noch gleich ist oder ob die Uhren unterschiedlich sind. Ich versuche nur meinen Schlafrhythmus so ein bisschen mitzubekommen. Ob die Uhr jetzt sich auch geändert hat oder ob hier überhaupt die Zeit stillsteht und wir wirklich nur in 5 Minuten alles durchmachen. Die Uhrzeit ist jetzt tatsächlich, okay, hat sich tatsächlich geändert. Das heißt, ich stehe um 8 Uhr auf, esse, nehme Medikamente und da verpasse ich dann, da quasi 5,5 Stunden braucht es. So, jetzt haben wir den Tag schon so verbracht. Jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir 2:30. Ich gehe jetzt mal Fernsehen und die Uhrzeit vergeht. So, jetzt. Boah, ich gucke fast 6 Stunden Fernsehen. Mache ich wieder eine Kerze an, das ist wahrscheinlich eine Gedenkkerze, ne? Für jemanden. Ich halte meine Gedanken. Ich kann das nicht mehr. Ich fühle mich nicht gut. Ich muss meine Medizin nehmen. Jetzt schon wieder? Oh oh. This is not so good. Okay, ich muss meine. Ich muss meine Medizin finden. Oh oh. Die ist jetzt weg. Oh, ich wusste es.
Oh nein. Ich muss meine Medizin finden. Oh nein, Hilfe. Was wird jetzt so gruselig alles? Oh Gott, Hilfe. Oh oh. Oh Gott, Hilfe. Ich dreh jetzt durch. Meine Medizin ist weg. Das sind 8,8 Stunden sind es. So krass. 8,5 Stunden, du. Ich glaub's nicht. Eine Kerze in der Nacht anzünden. Oh nein, Hilfe. Ich brauche meine Medizin, ich brauche meine Medizin, ich brauche meine Medizin, schnell! Oh nein! Oh nein, wo ist die denn? Wo ist die Medizin? Die kann auch nur hier drin sein. Ach, kann ich die Taschenlampe nehmen, bitte? Ich muss meine Medizin finden! Oh mein Gott, Hilfe, was passiert hier denn? Hilfe! I need my medicine! Vielleicht hier unten irgendwo? Oha, was passiert denn? Oh, das wird. Oh, oh. Kann es sein, dass so ein Timer abläuft? Scheiße. Scheiße. Wo ist meine Medizin? Ich weiß es nicht! Ich finde meine Medizin nicht. My money don't wiggle wiggle. Big balls. Oh oh, Leute, es steht doch da. Wo ist meine Medicine? Kann es sein, dass es gar keine gibt oder läuft jetzt ein Timer ab und ich bin gleich dead? Oh oh. Oha. Oh oh, irgendwas passiert jetzt. Ich glaube, wir waren zu langsam. Oh nein. Was ist passiert? Da ist sie doch! Mein Kopf! Nimm die Medizin! Ich brauche meine Medizin! Sehen eher aus wie Kaugummis. Jetzt ist der Fernseher angegangen, ne? Oh nein. Ich hätte gern diese dumme Taschenlampe jetzt. Taschenlampe, gib mir die Taschenlampe jetzt. Mann! Oh mein Gott. Was ist das? Ich kann nicht mehr. I don't like it. Ich glaube, meine Meds wirken nicht mehr. Oh nein. Kann ich jetzt bitte die Taschenlampe? Also jetzt reicht's aber. Ich würde jetzt einfach den Stecker ziehen. Ich mag diese Ecken nicht. Hier könnte hinter jeder Ecke was stehen. Ich gehe jetzt einfach schlafen. Mann! Das ist ja schrecklich. Da kriegst du auf jeden Fall deine 10.000 Schritte am Tag zusammen, ey. Was war denn das? Das sah ja richtig eklig aus. Es saß. Was war das? Ich habe keine Ahnung, aber du solltest. Jetzt. Was war denn das Ekliges? Kann ich bitte die Taschenlampe nehmen? Ah ja, endlich. Ja. Oh Gott, jetzt brauchen wir die Flashlight. Rechter Maus. Ich lasse jetzt einfach das Licht an. Wie gruselig. Oh nein, es gibt schon gleich der Strom aus, oder? Don't do it to me. Don't, please don't do it. Don't. Can I close the door? Yeah, and then I go to bed. Why can't I go to... I want to go to bed. Please. Warum nicht? Ich will schlafen. Geh doch einfach schlafen. Und verdränge all das, was geschehen ist. Mal duschen. Ich bin ganz, ganz nass geschwitzt vor Angst. Muss ich irgendwelche... Ah, das ist doch das Ding. Das saß doch gerade an meinem Platz. Da!
Das saß an meinem Platz. Das saß da. Ih, was ist denn das? Alles Ekliges hier. Okay. Ich habe jetzt eine Taschenlampe. Ich mal alles ausmachen. Die Sachen waren ja eigentlich auch aus. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich alles an- und ausmache. Kein gutes Feeling. Oh Gott, ich kann ja alles ausmachen. Bitte mach nicht, dass ich das tun muss. Oh nein. Oh mein Gott, Entschuldigung. Oh mein Gott. Oh Gott, fuck. Sorry. Oh mein Gott, das war aber unexpected. Ich mache keine Lichtschalter mehr an und aus. Oh, ich glaube, wir sind am Arsch, Leute. Oh mein Gott. Wir haben keinen Strom mehr. Das war ein richtiger Angststrei. Boah, ich schwitze richtig nach. Ich merke gerade richtig, wie ich... Oh nein, die Tür ist offen. This room should be kept. Diese Tür sollte zubleiben. I had to be certain, so I threw the... Ah, ich wollte sicher gehen und habe quasi den Schlüssel weggeschmissen. Hier ist irgendwas passiert. Irgendwas Schlimmes. Jetzt muss ich den Schlüssel wahrscheinlich finden. Würde das Henno sagen? Ich hasse sie! Oh nein. Redet der Kühlschrank mit mir? Was redet denn hier so ekelhaft mit mir? Ich will nicht. Ich glaube, das kommt aus meinem Schlafzimmer. Machen! Zum Stranger Things! Wirklich Stranger Things, oh. Ich glaube, ich bin jetzt in einer anderen Dimension. We're winning up the hill. We're winning up the building. Yo. If I were cool. Du, ich glaube, der Nachbar über mir ist gerade die Decke runtergeflogen, gell? Was war das bitte? Okay. Was?
Zeit verspielt, verrückt. Das ist nicht gut. Ich soll doch einen Schlüssel finden. Hier ist doch bestimmt ein Schlüssel irgendwo runtergedroppt. Soll ich eine neue Kerze vielleicht mal anzünden? Vielleicht bringt das was. Ich traue ja um irgendwen, ne? Oh, da ist jetzt die Uhr drauf überall. Wow, die ist so in Szene gesetzt. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich guck mal kurz, ob ich die Möglichkeit Vollbild habe. Fullscreen ist es. Und den machen wir mal an. Apply. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Es wird nie wieder dasselbe. Doch. So. Ah, viel smoother. Smoothie. Kann ich bitte meinen letzten Snack essen? Ich habe Hunger. Oder ist der Schlüssel vielleicht hier irgendwo drin? Hallo? Überall die Uhr. Mann, hat die sich in Szene gesetzt hier. Ich will schlafen! Lass mich zurück! Es ist ein Deadloop. Oh. Oh nein, nicht schon wieder. Genau das gleiche wie mit dem Hasen passiert gerade in diesem Moment auch im Gnu-Shop, denn die Gnus langen genauso zu, wenn es nämlich um die Gnu-Plüschtiere geht. Die könnt ihr jetzt auch im Shop, Gnu-Shop, erhalten. Schnell, bevor alle zugegriffen haben. Das war der mieseste Weg, irgendwo Werbung einzubauen. Hallo? Oh, da liegt doch was, ein Bild. You will never forget. Ich werde niemals vergessen. Jo, das kann sein. Ich glaube, ja. Ich werde nicht mehr vergessen. Bitte nichts hinter mir stehen. Ja, irgendwas verdränge ich und deswegen habe ich da irgendwas in ein Zimmer eingesperrt. Vielleicht hat sich jemand selbst das Leben genommen oder ich habe jemand ermordet. Jedenfalls immer nicht, noch nicht den Schlüssel. Ich will jetzt wissen, was da passiert ist. Uhr? Läuft hier jetzt rückwärts? War die schon die ganze Zeit im Rückwärtslaufen? Bitte keine Jumpscare. Bitte. Bitte. Bitte keine Jumpscare. Bitte, kann ich was essen, bitte? Mein Püree. Ich will mein Püree essen, der beruhigt mich doch so. Bitte gib mir mein Püree. Bitte. Bitte gib mir mein Püree. Nee! Ist hier irgendwas? Oh, machen. Oh, oh. Oh, schrecklich. Wir ignorieren das einfach mal. Okay, Uhr, dreh dich schnell um. Lass es hier vorbeigehen, Mann. Ich will schlafen. Ich will schlafen und mein Püree essen und meine Medizin leben, so wie jeden langweiligen Tag und 8 Stunden Fernsehen sehen, bitte. Das geht nicht weg. Oh, oh, sie hat aufgehört. Jetzt gibt es eine über den Deckel, das weiß ich. Wenn Horrorgames sowas aufhören, dann gibt es jetzt gleich eine über den Deckel. Oh Gott, Hilfe, da geht die Tür auf, oder?
Entschuldigung, ich wollte nur gucken, ob alles okay ist. Okay. Ist die Uhr denn noch da? Ja. Let me go, please. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Ich bring dir doch gar nichts. Bring dir doch gar nichts. Ich hab doch gar keine Verwendung für dich. I will never forget. Ja, irgendwie kommt's ja gerade hoch, ne? Ich spiel gerade den ganzen Film ab. Kann ich hier bitte die Kerze nachfüllen? Ich glaube, dass das irgendwie was bringt. Oh, the darkness gives it voice. Also die Dunkelheit gibt ihm eine Stimme oder gibt es eine Stimme. Dieser Satz. Hm. Meinst du das Ding da drin? Hm. Oh mein Gott. Ah, ich hab's berührt, okay? Ich hab's berührt, das muss reichen. Ich hab's berührt. Reicht auch. Kann ich jetzt bitte gehen? Lass mich in mein Bett. Wisst ihr, die Uhr sorgt dafür, dass ich nicht in mein Bett kann. In der Zeit, wo ich schlafe, vergesse ich. Komm da nicht rein. Was soll ich denn da machen bei dem Typen? Soll ich den kochen? Kann ich den kochen? Cooking? Die Achseln rasiert. Okay, ich lasse den da mal hängen. Ich habe ja noch ein paar. Ein bisschen Kartoffelpüree kann ich noch machen zum Fleisch. Oh, da steht wieder was. Can you hear it? The voice. Nö. Ich höre nichts. Nö. Nö. Ich höre nichts. Und ihr? Kann nichts hören. Ist auch okay so. Oder hören wir mal alle? Ich höre doch was. Hört ihr auch was? Ich mach mal laut. Hört mal genau hin. Macht mal alle lauter. Ich höre doch was. Hört ihr das nicht? So ein Winseln? Jebaited. Ich hab euch jebaited, das war für den Prank vorhin. Chat regt sich auf. Ah. Oh mein Gott! Ich hör's ja nur, wenn's dunkel ist, Leute! Ich hör's ja nur, wenn's dunkel ist! Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie vom Horror-Game gesehen. Wie genial! Das ist ja voll genial. Aber nicht, wenn ich spielen muss. Das hört sich an wie so ein Magengeschwür, ey. Das kommt doch wieder aus dem Wohnzimmer. Oh, ist der das? Nee, der ist nicht. Oh, wie gruselig. Deswegen will der, dass ich Licht ausmache. Oh Gott, okay, ich glaube, dass es hier ist. In 3, 2, 1. Boah, das ist so eklig. Ist es hier? Oh Gott. Das ist doch bei der Uhr, oder?
Also, ey Leute, apropos Magengeschwür, ne, letztens. Geht regelmäßig groß machen. Ich habe das total vernachlässigt durch den ganzen Stress. Und ich dachte, ich reiße auseinander. Das war schlimm. Okay, ich habe Angst. Oh Gott, ja, das ist hier. Das ist hier. Es kommt echt von da hinten, ne? Hat's aufgehört. Ich kann kein Licht mehr anmachen. Oh. Ist auf mich zugelaufen. Hallo? Oh Gott. Hängt der Lachs noch? Der Lachs hängt noch. Oh nein, hat sie jetzt diese Kacktür geöffnet oder war das jetzt die Batttür? War 100 Pro die Batt. Oh no. Oh, der Schlüssel. Oh, bin ich vielleicht ein Mörder? Bin ich ein Killer? Na super, was bringt mir der Schlüssel? Gar nichts. Oder malt jemand? Das war Bob Ross. Ah, ich bin zurück. Und mit dem Schlüssel. Aber wie ist das möglich? Okay. Heißt, wir haben jetzt den Schlüssel. Wir müssen jetzt in unserer Welt zu Bob Ross. Oh nein. Ist alles weg. Alles clean. Das waren alles unsere kranken Gedanken. Wir öffnen die Tür. Sehen Blut. Wir sehen einen dunklen, redlichen Raum, eine Kiste. Und was ist da drauf gemalt? Blutet ja noch. What the hell? Ich gehe den anderen Weg. Ich gehe nach Hause. Der führt doch bestimmt zurück. There's a force that stops me. Oh, da ist eine Kraft, die mich davon abhält, zurückzugehen. Ja, was wohl? Du meinst eine undurchsichtige Gaming-Wand? Sprich's doch aus! Wir wissen doch alle Bescheid! Oh nein. Press Shift to run. Ach nee. Hand of Blood einfach stimmt. Oh oh. Was ist das hier? Ein Gemälde? Oh nein. Meine Gedanken? Irgendwie. Entweder bin ich ein Killer oder ich habe jemanden getötet. Es ist das Gleiche. Also entweder ich habe jemanden getötet oder es ist jemand gestorben oder es hat sich jemand das Leben genommen.
irgendwas komme ich gar nicht klar. Aber da es mit abgetrennten Körperteilen zu tun hat, glaube ich mal eher, dass ich irgendwie Psycho bin, der die alle umgebracht hat. Oder Hexen. I'm a little bit scared. It's so scary and I don't know where to go. Oh, da war was gestanden. Ist genau gesehen, ein Schatten. Da läuft mir doch was hinterher. Genau gehört. Ab ins Feld. Uah! Schreit mich nicht an! Ey, komm, das ist so gemein. Schreibt mich nicht an. Wir können gar nicht mehr schreien. Oh Gott, ich glaube, ich habe damit was zu tun, Leute. War nicht viel schöner, wenn man es so macht. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a rabbit in a house in a corner. So ganz schön sportlich die Figur, ne? So lang wie der hier rennt. So anspannt und auch nicht nach links und rechts klopschen. Also ich finde, das Spiel hat schon einige krasse Jumpscares geboten, ne? Das muss ich schon sagen. Hello? It's me. Ist es so ruhig? Ist es jetzt sowas, wo wir die ganze Zeit rennen und irgendwie unsere Schritte sich auf einmal verdoppeln und uns aber die ganze Zeit irgendetwas hinterherläuft? Das Gemälde war echt ganz schön detailliert, muss ich sagen. Da vorne ist was. Ist da vorne? Ach, super. Also ich laufe mal da lang. Oh, das ist bitter. Nicht gut. Kann man da hoch? Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob ich richtig bin. I don't know. Oh Gott. Wow, Hilfe! Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich glaube, ich muss da lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich laufe einfach mal. Oh, na ganz toll. Super. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ja, es sind aber viele Grabsteine aufeinander. Wie sind denn da die Leute begraben? Alle aufeinander? Übereinander? Das passt ja so gar nicht. Wie viele Menschen sind denn begraben und wie vor allem? Wahrscheinlich sind die alle zerknödelt und verkleinert worden und zerhackt worden. Ich bin mal ein bisschen... Oh, eine Hütte. Auf mal ein bisschen... Oh, es ist fürchterlich. Oh, wetten, das ist mein Grab. Sag bloß, kann ich da rein? Wetten? Nein? Na gut, dann gehe ich mal weiter. Lalalalala. Oder muss ich hier etwa wieder Licht ausmachen? Oh, was? Muss ich vielleicht das Grab schaufeln? Was hat sich denn da gerade bewegt? Ist die Tür vielleicht zu? Oh, ich komme nicht mehr raus. Oh mein Gott, nein. Ich muss mich da reinlegen? Na, wenn ihr das sagt, dann mache ich das doch.
Wie kooperativ ich bin. Hallo? Weekly Time. Death Car Driver Never Found. Also toter Autofahrer wurde niemals gefunden. The car driver that caused the death of four people ist... Ach! Okay. Der Autofahrer, der diese vier Tote verursacht hat, wurde nie gefunden. Also es sind wahrscheinlich wir. Deadly Car Accident Driver Missing. Also wir sind der, der den Unfall verursacht hat. Wir wurden vermisst. Four dead, one alive in a car accident. Wir sind der Todesfahrer und haben immer noch nicht die Eier gehabt. Ah. Scheiße. Oh ja, scheiße. Was? Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Deswegen, Leute, fahrt immer vorsichtig, immer langsam. Aber klar, wenn es irgendeinen Arsch gibt, der das verursacht. Ach du Scheiße. Ja, die sind alle vier tot, oder? Oh Gott, der hat eine ganze Familie ausgelöscht. Schrecklich. Oh, das Stofftier. Deswegen war das Stofftier da. Oh, es ist eine traurige Geschichte. Das ist ja voll schrecklich. Wie sich das auf einmal dreht, der Twist. Voll traurig. Deswegen auch von allem vier Dinge. Vier Mahlzeiten, vier Kerze, viermal Medizin. Voll gut, Celine. Richtig, richtig gut. Ja, genau. Und ich wünsche mir jetzt auch den Tod. Und ich denke, ich hätte ihn eigentlich verdient, ne? Schlimm. Boah, schlimm. Das ist schlimm. Deswegen sehen die auch so aus, ne? So verbrannt. Oh, fürchterlich. Schrecklich. Habe ich geträumt? War es nur ein schrecklicher Albtraum? Nein. Der Tag geht immer weiter. Ich glaube, dass es wirklich passiert ist, dass ich halt der Todesfahrer bin und mich verstecke, aber halt mit dem Opfer, dass man... I had a chance to save them, but instead I ran four people. Ich hätte eine Chance gehabt, sie zu retten, aber stattdessen bin ich davon weggerannt. Vier Leute sind wegen mir gestorben. Also es ist definitiv so, dass wir der Todesfahrer sind und abgehauen sind. Und damit müssen wir jetzt klarkommen. Schrecklich. Und dann wieder schlafen. Ah, ich hab die... Ach, ich hab die... The Fridge Door hat er aufgelassen, die Kühlschranktür, aber 5 Stunden Fernsehschauen davor. Oh, ups. Witzig, dass mich das Spiel daran erinnert. Das ist ja grausam, das Spiel.
schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Aber rächen die sich jetzt noch an mir? Ich gehe auch nie aufs Klo irgendwie, gell? Der muss nicht pinkeln. So. Fernsehen. What a boring day. Stimmt, die Wohnung hat kein Fenster, ne? Good point. Ich glaube, da muffelt's ganz schön, da menschelt's ganz schön drin. Ich werde mich immer erinnern. Ich werde immer leiden. Das Monster in mir drin wird mich immer jagen. Wird mich immer finden. Deswegen, the monster within me. Ist der Fridge denn auch zu? Ja. Was geht eigentlich hier drüben? Hier irgendwas verändert? Ist es wie bei Layers of Fear? Wenn ich da irgendwas tut? Der Raum ist ja offen. Der hat ja irgendeine Funktion. Dann gehen wir noch mal schlafen. Ist das sad? Das ist echt voll die verwinkelte Wohnung. And the next day. Good morning. And again. Ich glaube, wir müssen jetzt alle Mahlzeiten wegessen. 4x4 alles. Bis die Sachen weg sind. Ich habe ja auch nur 4 Menüs vorbereitet irgendwie. Kann das sein? Nee, oder? Die 4 Menüs sind nicht... Ist es jetzt nicht das Haus der Opfer, oder? Dass die halt die 4 Teller ready gemacht haben, weil sie irgendwie Essen noch hatten im Kühlschrank und ich... Nee, das wäre zu pervers. Das weiß ich nicht. Oh, die Uhrzeit vergeht nicht mehr. Ah, doch, ist sie ja schon. Es ging nur so schnell, dass ich es nicht geschnallt habe. Irgendwie ist das gruselig. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt am Ende nochmal was ganz, ganz Schlechtes passiert. Hä, war die zu? Oh nein, ich wollte doch gerade sagen, ich habe die doch offen gelassen. Scheiße. Muss das sein? Kann ich nicht noch irgendwie ein bisschen malen? Er sieht halt keinen Ausweg mehr, ne? Es gibt keinen Ausweg, Leute. Die erwarten es von mir. Gruselig. Okay. Oh, ich bin auch... Ach, das ist das Monster in mir, ne? Bin auch einer von ihnen. Oh, es ist traurig. Boah, ist aber schlimm. Ist ein schlimmes Spiel. Krasse Story. Krasse Story. Created by Marius. Geil. Voll krass, voll deep, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, geile Jumpscares, geile Stimmung. Man war neugierig, auf was rauskam. Hatte am Ende dann schon auch geschockt, auch mit dem Teddybären, der dann alles wieder aufgegriffen hat, an dem er sich erinnert hat. Das hat alles irgendwie einen Sinn ergeben. Ganz schön traurig, aber ja, krasse Story. Bessere Story als viele anderen Games, die krasser produziert sind. Also... Falls ihr weitere solche Games kennt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Über Daumen nach oben und Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Und warten wir mal ab, ob nach dem Abspann noch was kommt. Aber ich denke fast nicht. Thank you for playing. Danke fürs Entwickeln. Und damit sehen wir uns in den nächsten Videos. Und jetzt raus!